Die erste Maiwoche ist sehr interessant, also anfangs recht cool, sehr viel geregnet, durfte einiges an Schnecken absammeln. Das ist schon der Anfang vom zweiten Mal, dass ich dieses Glas mit Schnecken fülle, gebe ich dann runter zu meinem Freund, der hat nämlich Enten und die freuen sich richtig sehr, dass ich ihm so ein paar Schnecken bringe, aber jedenfalls ist es jetzt schon wieder gute 28 Grad, also fast 30 Grad und ja. Das ist schon recht ungewöhnlich bei uns. Es wird auch jetzt vorhergesagt, dass es keinen Frost gibt. Deswegen habe ich jetzt schon eine Woche vor den Eisheiligen bei mir alles rausgepflanzt. War ziemlich hektisch jetzt auch, habe sehr viel gemacht und ich würde mal sagen, wird mal wieder ein recht langer Gartenrundgang. Fangen wir den Gartenrundgang hier in den Kübeln an der Hauswand. Fangen jetzt die ersten dicken Bohnen an zu blühen. Das ist jetzt vor einigen Tagen passiert. Das sind jetzt die ersten dicken Böhmchen oder Saubohnen. Die kann man auch so essen, ist recht interessant. Das sind jetzt die Zucchinis, die ich mit reingesetzt habe. Hier jeweils eins in den Kübel. Die sollen sich gegenseitig unterstützen, weil halt die Bohnen über ihre Wurzeln knollen, Stickstoff in den Boden bringen und davon soll dann die Zucchini auch mit profitieren. Und wenn wir dann hier weitergehen an der Terrasse entlang, gehen jetzt hier bei den Bäumen auch ein paar Sonnenblumen mit auf. Das werde ich so lassen, einfach damit es halt hier jetzt so schön blüht. Ich denke jetzt nicht, dass sie den Baum zu sehr behindern. Das ist jetzt eine Kakipflaume. Vielleicht setze ich da noch eine Gurke rein, weil ich da noch sehr viel übrig habe. Oder vielleicht noch mal ein bisschen Petersilie oder Fenchel. Hier habe ich noch ein bisschen Petersilie und Fenchel in der Vorzucht. Hier vorne durfte ich auch schon die ersten Salate aus den Hochbeeten ernten. Das sind noch Wintersalate. Ernte ich trotzdem recht klein. Die sind sehr schmackhaft. Durfte ich da jetzt auch schon die letzten Tage einiges ernten. Das ist schon ja die ersten Ernten in dem Jahr. Und die Salate schmecken im Vergleich zu den gekauften um einiges besser. Und hier habe ich jetzt zwischen den roten Beeten auch Tomaten reingesetzt. Das ist die Eva Sweet White. Die kann man mehrtriebig ziehen, werde ich dieses Jahr machen. Deswegen habe ich die jetzt draußen im Freiland rausgesetzt, weil ich sie mehrtriebig ziehen werde, so zwei oder drei Stück oder vielleicht auch mehr. Mal schauen, vielleicht werde ich sie auch überhaupt nicht ausgeizen. Hier vorne habe ich dann auch schon die ersten Bohnen reingesetzt. Die hatte ich in der Vorzucht. Das sind die Feuerbohnen von meinem Vater. Und dort habe ich dann auch noch die eine Hälfte direkt aus Saaten gemacht. Da habe ich das einfach so Boden reingesteckt und gut gegossen. Hier auch so ein Salat. Hier hatte ich auch mal letztens einen geerntet. Ein bisschen Mischkultur auch mit dem Knoblauch. Hier genauso, also über an den Ranggerüsten habe ich Feuerbohnen hier vorne reingesetzt. Und etwas weiter vorne habe ich noch Buschbohnen reingesetzt, weil ich halt hier an der Seite eine Traube habe und hier soll später auch noch mal eine Traube hinkommen. Aber die sind jetzt auch noch mal in der Voranzucht und das ist genau das gleiche Spiel. Hier auch ein paar Feuerbohnen, auch hier wieder direkt aus Saat. Und wenn wir dann hier weitergehen, der Rhabarber, der fängt jetzt auch an, in die Blüte zu gehen. Da werde ich mir jetzt ein paar Samen nehmen, damit ich Rhabarberpflanzen aus Samen ziehe. Einfach zum Weitergeben und zum Vermehren. Hier ist ein etwas größerer Kopfsalat oder mehrere Kopfsalate und auch wieder hier Tomaten. Einmal die Sunweaver, das ist die Open Source Tomate, die eine Resistenz gegen Kraut- und Braunfäule hat und draußen auch bei kühlstem Wetter gar keinen Mehltau oder nicht Mehltau, sondern Kraut- und Braunfäule bekommen hat. Das ist eine richtig robuste Pflanze, habe ich schon im dritten Jahr im Anbau und das Saatgut gab es halt damals geschenkt. Ist von dem her eine richtig Top-Pflanze zum Züchten und das ist dann nochmal die Eva Sweet White. Und wenn ich dann hier nochmal habe ich auch schon die ersten Gurken hier reingesetzt. Das ist jetzt die Gurke Arola überwiegend, ist eine Gewächshausgurke und das ist jetzt zum Beispiel eine Luffergurke, die habe ich in die Ecke gesetzt, damit die halt etwas geschützter ist. Das ist so die Schwammgurke. Ich habe insgesamt drei Stück. Eine ist jetzt hier und die anderen zwei sind drüben im Tunnel. Und da gehen wir auch gleich hin und schauen uns das an. Aber hier habe ich dann weitere
Gurkenpflänzchen reingestellt. Und da habe ich halt einfach Tomatenstäbe mit ein bisschen Schnur als Klettergerüst so gemacht. Da ist mir jetzt nichts Besseres eingefallen, weil das mit dem Netz vom letzten Jahr ist nicht so gut gelaufen hier jetzt an der Terrasse. Deswegen habe ich jetzt die Tomatenstäbe genommen, damit die da rein ihre Triebe werfen können. Den Haupttrieb werde ich dann mit den Tomatenhaken hier oben an der Decke befestigen, damit die hier ein bisschen rumklettern können. Und da habe ich noch ein paar Jungpflanzen übrig. Gurken, mal schauen, die werde ich als Ersatz nehmen oder irgendwo danach später in die Hochbeete reinbringen. Und hier vorne habe ich jetzt zum Beispiel kleine Kirschbäume, die sind wild aufgegangen bei den Beeten. Das gleiche ist mir auch mit Apfel und Zwetschgen passiert, die einfach wild in den Beeten hochgegangen ist, weil ich halt, ich esse halt sehr viele Früchte, mache ja die vegane Rohkost. Und die sind mir halt überall beim Bokashi, ist halt so viel gewesen, sind dann überall in den Beete rausgekommen, genauso wie Walnuss, Haselnuss, weil das alles in meinem Mulchmaterial drin ist, oder Eichel, Avocados genauso, sind überall mit rausgekommen. Und so kann man sich dann auch langsam aber sicher seine eigene Baumschule über den Winter, sage ich mal, rausziehen. Hier vorm Tunnel, da habe ich noch ein paar Jungpflanzen übrig. Da werde ich mir jetzt nochmal die schönsten rausschauen. Viele werden nochmal als Ersatz dienen, andere werde ich mal schauen. Wenn irgendjemand von euch noch ein paar Tomatenpflanzen oder Gurkenpflänzchen benötigt, kann mich gerne mal anschreiben. Ich kann da noch ein bisschen was abgeben, sonst wird es halt bei mir mehr oder weniger im Kompost landen. Also könnt ihr euch gerne bei mir melden, telefonisch. Meine Telegram-Nummer bzw. auch meine Haustelefonnummer ist ja auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ist jetzt nicht so schwer zu finden. Genauso wie meine E-Mail-Adresse. Mich einfach gerne anschreiben. Da sind nochmal recht nette Exemplare mit dabei. Hier in dem Kübel habe ich nochmal Kopfsalat reingesetzt, der vorgezogen ist. Hier mein Physalis-Steckling fängt jetzt auch an zu blühen. Ist sehr schön und dient jetzt so als Türhaltung für einen Folientunnel. Den haben wir jetzt auch die letzte Woche aufgebaut und da zeige ich euch einfach mal, was ich in dem Folientunnel alles gemacht habe, also wie ich den aufgebaut habe, wie die Schritte waren und einfach alles so in einem Zeitraffer. Viel Spaß damit.
Hier im Eingangsbereich habe ich meine Auberginen reingesetzt. Muss ich da auch mal ein bisschen schauen, auch allgemein im Tunnel. Bin jetzt die ganze Zeit nur am Absammeln vom Schnecken. Ist sehr aufwendig, da gehe ich halt immer am Abend hier rum und sammle die ganzen Schnecken an, weil ich jetzt zum Beispiel hier diese Töpfchen habe bei den Tomaten, die ich reingesetzt habe. Das sind Gieß, ja, die Töpfe sind ja im Boden eingegraben, damit ich die Tomaten besser gießen kann, damit ich die Wurzeln direkt angießen kann. Habe ich letztes Jahr schon gemacht, kann ich auch nur jedem empfehlen. So muss man jetzt nicht unbedingt das Mulchmaterial angießen, weil es saugt sich auch voll mit Wasser. Und so kann man dann effektiv auf Wasser sparen und direkt die Pflanzen begießen. Und darunter, unter den Töpfchen, ist ja die Erde feucht normalerweise. Und da kann man dann auch die ganzen Schnecken absammeln, weil die sich hier verstecken. Und wie gesagt, ich sammle die ab und gebe die dann meinem Freund. Und hier an den Seiten habe ich dann mein Ingwer und Kurkuma reingesetzt. Das habe ich dann überall gemacht, weil ich dann hier vorne auch nochmal eine Eva Street Rider Abgrenzung mache. Und dann bin ich hier die ganze Reihe hinter dem Netz durch, habe ich schon die Melonen reingesetzt, die Gläser in der Nacht zu Schutz vor den Schnecken. Und das habe ich dann so weiter durchgezogen. Da hinten kann man dann auch nochmal hier die Ingwer und den Kurkuma sehen. Hier überall die Tomaten. Die habe ich dann hier an den Tomatennetzen, sind die dann gespannt. Und dann hinter auch nochmal ein bisschen Knoblauch, was man hier sehen kann. Und Paprika ist dann auf der anderen Seite. Und hier drüben fängt dann die Reihe Gurken an, die ich hier reingesetzt habe. Auch wieder alles kunterbunt, Schlangengurken, Einlegegurken, alles Mögliche ist hier auch mit dabei. Hier vorne jetzt nochmal die Paprikas und leider das Ärgerliche, wie man jetzt zum Beispiel bei der Tomate sehen kann, ist, dass ich einmal, also es war bei uns gestern am Samstag, gab es einmal den Frost, der war nicht vorhergesagt. Normalerweise haben sie gesagt 0 Grad und auf einmal war es bei der Nacht minus 1 Grad und hier ist so eine kleine Windschneise reingekommen und es hat ungefähr 10 Tomaten mit dem Frost erwischt. Die haben dann einen Frostschaden bekommen. Ist ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Habe ich dann ersetzen müssen. Ja, passiert halt manchmal sowas. Ja, ist halt Wetter ein bisschen, jo, unvorhersehbar auch in dem Zusammenhang, wenn sie halt auch bei der Wettervorhersage etwas anderes sagen. Da glaube ich jetzt auch schon nicht mehr so viel daran, aber jedenfalls habe ich schon manche Tomaten angebunden mit den Tomatenhaken und da ist es halt auch wichtig, bindet die bitte, wenn ihr Tomatenhaken habt, sauber an, weil wenn ihr irgendwelche Lücken oder so ähnliches habt, dann knicken die dann an der Stelle auch mal gerne um. Und ihr dürft die dann nochmal neu einfädeln oder die wachsen dann euch ein bisschen auseinander oder da sind halt gewisse Bruchstellen. Das ist nicht so schön, wenn dann das nicht so sauber aufgefädelt ist. Dann hatte ich schon mal oftmals Probleme mit der Pflanze und die ist mir dann nochmal weggebrochen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Das kann man auch vermeiden. Und was mir auch hier aufgefallen ist, dass weil ich bei den Hügelbeeten habe ich sehr viel Holz unten drin gehabt und auf einmal fliegt bei mir hier eine schwarze Fliege umher. Weiß nicht genau, was das ist für eine schwarze Fliege oder ein Insekt, aber die fliegt hier vermehrt rum, ist in der Erde und das ist das erste Mal, dass ich sie hier entdeckt habe. Ich habe auch eine Nahaufnahme von ihr gemacht, die blende ich dann auch mal ein. Und ich habe wirklich keine Ahnung, was das für ein Tierchen ist. Vielleicht ist es auch ein Nützling, weiß ich nicht. Pflanzen schädigt er jedenfalls nicht. Hier im Hochbeet habe ich schon die ersten Wassermelonen mit reingesetzt. Die haben auch dann den minus 1 Grad überstanden, weil ich ein Vlies über die drüber gelegt habe und die Glasscheibe hier an die Seite auch oben drauf. Dann war der Frost auf der Scheibe, die war dann recht gut geschützt. Die dürfen jetzt hier ein bisschen vor sich hin wachsen. Die kleinen Melönchen habe auch hier nochmal ein paar Direktaussaaten gemacht, falls die ein oder andere Melone mir kaputt geht. Und das habe ich jetzt dann so ein bisschen weitergezogen. Hier Aronia-Bärenbaum fängt auch sehr schön an zu blühen. Genauso wie die Tulpen sind sehr viele
Bienchen auch mit dabei. Hier genauso ein paar Melonen im Hochbeet. Auch wieder einiges, damit ich meine ganzen Sorten wieder so aufbekomme. Bin ja schon mehr oder weniger dafür bekannt, dass ich so viele Melonensorten habe und so viel Melonenanbau. Esse die halt auch sehr gerne. Hier habe ich auch wieder zwischen dem Radieschen, den ich langsam aber sicher abernte, auch wieder Melonen reingesetzt, damit die anwachsen können. Weil Frost wird jetzt nicht mehr so richtig angesagt. Und hier in dem Hochbeet genauso. Auch wieder zwischen den Salaten, den habe ich jetzt auch wieder beerntet. Recht nett, finde ich, immer einen frischen Salat zu ernten. Hier auch wieder Melonen reingesetzt. Bei den zwei Hochbeeten braucht es noch ein bisschen. Die Pflanzen wachsen da etwas langsamer, weil die Sonne erst ab 11 Uhr hinscheint. Deswegen lasse ich da meine Melonen noch ein bisschen anwachsen und tue die dann vielleicht erst da reinsetzen, weil, wie ihr jetzt hier sehen könnt, der Kohlrabi, der da hier noch wächst, die dicken Bohnen, Knoblauch an den Seiten, die sind halt noch recht klein. Da möchte ich noch ein bisschen warten und da setze ich vielleicht dann nochmal Melonen rein, falls sich da die Möglichkeit ergibt. Jedenfalls habe ich dann hier vorne auch Zucchinis reingesetzt, ein paar jüngere, die ich ja jetzt hier noch habe. Da hatte ich auch schon früher welche drinnen, sind mir aber viele auch kaputt gegangen wegen den Schnecken. Ist sehr ärgerlich. Der hier hat ein bisschen Frost abbekommen, auch obwohl er auch mit einem Vlies abgedeckt war. Naja, ist halt eben so. Und hier drüben habe ich dann auch nochmal Zucchinis reingesetzt. Hier einen, bisschen Salat noch, den werde ich auch bald beernten. Aber hier habe ich, glaube, 5 oder 6 Zucchinis. Große und kleine Pflanzen. Hier ist auch eine, die etwas mehr Schaden abgenommen hat, weil ich die auch ein bisschen zu viel gegossen habe und die hatten dann Staunässe. Passiert halt auch, man lernt aus Fehlern. Ist nicht ganz so schlimm. Hier ist auch eine, darf ich dann auch noch ein bisschen angießen, damit die das auch ein bisschen besser überstehen. Da hinten wächst immer ein bisschen Salat raus. Da setze ich auch immer wieder den Salat rein. Und die Zwiebeln, der Knoblauch, der wächst auch ziemlich gut heran. Da hinten auch nochmal ein bisschen Erbsen, die wild aufgehen, lasse ich einfach so wachsen. Die Erdbeeren, die fangen auch jetzt schon an, sehr schön zu blühen. Darf mich dann auch schon bald auf die ersten Erdbeeren freuen, freut mich sehr. Dazwischen überall Knoblauch und Zwiebeln und ein bisschen Salat, der auch wieder wild aufgegangen ist, weil ich da einfach die Samen einfach rumwerfen lasse. Und hier könnt ihr auch ein gutes Beispiel sehen. Eine Hausschnecke oder keine Ahnung wie sie heißt, Weinbergschnecken, Tigerschnägel und solche Schnecken helfen euch, die Schnecken, also die braune Wegwanderschnecke zum Beispiel, einzudämmen, weil sie diese Schneckeneier fressen. Also das heißt, bitte werft kein Schneckenkorn oder sonst irgendwas. Das sind Nützlinge, die helfen euch im Garten und dass ihr halt nach und nach einen schönen, schneckenfreien Garten habt. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Gewächshaus. Hier habe ich jetzt auch angefangen, überwiegend Chilis reinzusetzen. Also eine Reihe Chilis, die andere Auberginen. Hier sind die noch ein bisschen jünger, die Auberginen, kleiner, macht aber nicht jetzt so viel aus als im Tunnel. Und hier drüben habe ich dann nochmal Tomaten reingesetzt, eine Reihe, also immer 2 Reihen, beziehungsweise 2 Pflanzen pro Reihe. Und das sind jetzt ungefähr 10 Pflanzen nochmal. Hier habe ich dann zum Spaß, weil ich Platz hatte, einfach mal ins Gewächshaus Buschbohnen reingesetzt. Mal schauen, ob die mit der Hitze klarkommen. Und das ist halt so eine schöne Synergie, wie ich finde, auch für Tomaten Buschbohnen mit reinsetzen. Die Mischkultur möchte ich ausprobieren, soll sich unterstützen. Und hier an die Ecke dann nochmal Kurkuma, dass der im Schatten von den Tomaten wächst. Darf ich mich dann auch bald über die Blüten von der Pfingstrose freuen. Ist auch immer sehr schön. Hier auf den Komposthaufen habe ich 1, 2
3, 4 Zucchinis wieder reingesetzt. Vielleicht ist auch versehentlich auch ein Kürbis mit reingekommen, das weiß ich nicht. Habe ich aber jetzt hier einfach mal gemacht. Hier eine Zucchini, hier und hier. Und hier nochmal genau das gleiche. Ein paar Zucchinis. Meine Süßkartoffeln, die sind jetzt auch in einem Kübel. Der andere war bei der Terrasse. Ist aber jetzt auch nicht so spektakulär. Sind jetzt auch insgesamt 3 Pflanzen. Tue ich dieses Jahr auch im Topf kultivieren. Die Süßkartoffeln bilden halt ein großes Laubwerk. Und hier habe ich jetzt auch den Portulak weggemacht, damit ich hier in dem Kübel ein paar Melonen anbauen kann. Da werde ich vielleicht nochmal eine kleine Ranghilfe machen. Hier habe ich dann nochmal Zucchini reingesetzt in den Kübel und ein bisschen Kohlrabi mit rein. Und das ist jetzt auch die Johannisbeere, die schwarze. Die bekommt auch schon langsam Fruchtansätze, ist die älteste, die wir haben und ist auch ein recht schönes Exemplar. Sehr viele Wildbienen, normale Hummeln sind auch mit dabei. Und was ihr auch jetzt schon langsam sehen könnt, die Traubenreben, die treiben auch schon langsam aus. Hinter der Tür vom Folientunnel habe ich dann nochmal ein bisschen Tagetes mit reingesetzt. Soll einerseits die Schnecken ein bisschen abhalten, in den Tunnel zu gehen, hat jetzt noch nicht so viel geholfen, und die sollen Nematoden anlocken. Hier habe ich noch ein bisschen Buschboden in der Direktaussaat mit reingebracht und hier vorne nochmal Beinwell, damit der die ganzen 5-Fingerkräuter jetzt zum Beispiel unterdrückt und nochmal ein bisschen Futter für Bienen herbeischafft. Hier in der Ecke in den Schrebergarten habe ich nochmal ein paar sibirische Kiwis reingesetzt, überwiegend weibliche. Das ist die sibirische Kiwi Sukanovic oder so ähnlich, ist ein russischer Name. Habe ich ungefähr 3 Stück reingesetzt. September Sun und Edible Landscape, die zeige ich euch gleich. Das ist die Matovayasa oder so ähnlich, müsste ich mal nachschauen. Werde ich euch anwenden, wenn ich da irgendwelche Fehler gemacht habe. Sie ist jetzt hier in der Ecke, da möchte ich die jetzt ein bisschen ranken lassen. Hier werde ich dann nochmal gleich nach Schnecken schauen, weil die ein bisschen angefressen ist. Hier habe ich jetzt auch noch ein paar Buschbohnen mit reingesetzt, die habe ich zum Beispiel pikiert, die hat ein bisschen Frost abbekommen. Naja, ist eben so, mal schauen, was ich hier noch alles ein bisschen reinsetzen werde. Vielleicht nochmal eine sibirische Kiwi, damit die an den Zaudenklang wachsen. Das ist meine Pawpaw, eine, die habe ich jetzt nochmal frisch reingesetzt, Indianerbanane. Da habe ich jetzt wieder 3 reingesetzt, weil hier die eine hat überwintert. Da habe ich jetzt die nächste reingesetzt, auch meine Pawpaw, meine Indianerbanane. Hier kann man auch nochmal sehen, hier ist jetzt die Buschbunne, die jetzt ein bisschen besser überstanden. Keine Schnecken bisher. Hier jetzt auch nochmal an den Reihen entlang. Da weibliche Kiwis. Wachsen auch ziemlich gut an. Dann ist hier auch nochmal eine Kiwi, die hat es vom Winter her ein bisschen erwischt, aber die treibt jetzt auch schon langsam aus. Das ist Edible Landscape. Und hier vorne habe ich dann auch nochmal eine reingesetzt, damit die jetzt hier in den Zaun ein bisschen entlang wachsen können. Die mögen es halt mehr so halbschattig. Wir haben jetzt ungefähr 5 Uhr, 5:30 so. Ist jetzt hier alles Schatten. Unten kommt dann nochmal die Sonne raus. Deswegen ist es ziemlich optimal für die Kiwis. Hier habe ich jetzt zum Beispiel eine männliche, das ist die Adam, damit die weiblichen befruchtet werden, aber weil ich so viele habe, reicht es jetzt nicht ungefähr. Die kann ungefähr 9 weibliche bestäuben, deswegen habe ich dann noch eine zu Hause. Die werde ich dann auch, wenn die mal wieder ein bisschen besser austreibt, die hat Sonnenbrände bekommen, dass die dann wieder gut anwachsen kann. Hier habe ich dann auch nochmal Buschbohnen reinpikiert neben dem Beinwell. Einfach nur interesseshalber, weil jetzt hier auch die Maulbeere langsam austreibt. Vorne die Feige ist noch nicht ausgetrieben, habe ich noch nichts gesehen. Und die Granatäpfel und die chinesische Dattelpalme, da weiß ich jetzt noch nicht. Ich warte noch ab, ob die austreiben. Kann passieren, wäre für mich sehr schön. Oh, schöner Zeitgenosse ist jetzt hier gerade gelandet. Hier. Eine schöne Direktaufnahme, ne? Machst du scharf? Da ist so eine kleine Motte. Ich
Ich möchte, dass ihr sie seht. Jetzt ist er weggeflogen, schade. Ah, kleine Überraschung. Jedenfalls wächst hier auch jetzt die Knoblauchsrauke. Die kann man auch super für Salat nehmen. Schmeckt ein bisschen würzig. Kann man sich so ein bisschen reinschneiden. Mir schmeckt der jetzt nicht so, ist aber jedem seine Sache. Hier auch nochmal der Gundermann, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ist ein Kreuzblütler. Wächst ja auch so sehr schön für Bienen. Die Wildbienen sind da sehr oft. Deswegen lasse ich es hier ein bisschen wachsen, genauso wie das Kraut hier. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, was das ist. Falls es jemand weiß, darf er es gerne in die Kommentare schreiben. Hier auch die Johannisbeeren, die hier wachsen dürfen. Und da unten auch wieder Buschbohne. Bin sehr erstaunt, dass die noch nicht angeknabbert worden ist. Hier bei der Maulbeere muss ich dann nochmal schauen. Die sollte auch langsam austreiben, hat auch ein bisschen Frostschäden bekommen und hier ist ein bisschen kühler. Sehe aber schon da vorne, dass sie langsam kommt. Hier eine kleine Wildbiene, richtig schön. Hier diese Kiwi hat ein bisschen Frost abbekommen. So ist zum Beispiel meine Adam Kiwi auch, die werde ich dann morgen reinsetzen. Auch wenn die jetzt, ich weiß, dass die ausgetrieben ist, aber wegen dem Frost hat die einen kleinen Schaden bekommen und ist wieder zurückgegangen. Hier jetzt auch eine schöne Johannisbeere. Hier vorne, da geht jetzt auch langsam eine Pfirsich auf. Darf auch ruhig sein. Ne, nicht Pfirsich, das ist eine Zwetschge, die hier von den Vögeln reingekackt worden ist. Ist auch immer sehr lustig. Hier ein bisschen Salat wie bisher, wächst auch sehr gut dran. Ein paar Schnecken begnügen sich hier so an einem Kohlrabi und da hinten genauso. Werde ich jetzt auch mal gleich schauen, ein bisschen absammeln. Fenchel wächst auch sehr gut heran. Die Zwetschge, die hat auch schon geblüht, werde euch dann eine kleine Sequenz einblenden. Freue mich auch schon wieder, wenn sie ein paar Zwetschgen wieder gibt. Ich denke, das ist eine Wurzelechte, weil ich keine Veredelung gesehen habe. Und das freut mich wirklich sehr, dass ich so eine habe. Also ich bin ja sowieso ein Freund von wurzelechten Bäumchen, weil das Veredeln ist halt wieder so eine Sache für sich. Das ist halt wieder, ich sehe es halt immer in der Sache als Mensch, du schneidest den oberen Teil von einem Menschen ab und bist halt mit deinem Bein nicht zufrieden und nimmst dann einen anderen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber jedenfalls hier hinten lasse ich so ein bisschen verwildern, weil da sind jetzt auch ein paar Johannisbeeren. Da lasse ich halt den Rahmen, da ist halt der Holzhackschnitzel, das sehe ich, dann kann ich da ein bisschen mähen, aber ich möchte halt die Brennnessel an dem Rand und die Blütenpflanzen für die Wildbienen und für Marienkäfer und sonstige Schmetterlinge zum Nisten lassen, dass ich das einfach so mit integriere, die Knoblauchsrauke und den Brennnessel. Ein bisschen stutzen werde ich es natürlich auch, damit sie mir jetzt hier zum Beispiel meine Wild-Waldheidelbeeren nicht überwachsen oder auch hier meine sibirischen Johannisbeeren, dass die in Ruhe lassen. Und das Interessante ist, die haben auch ein ganz anderes Blattwerk, die sibirischen Johannisbeeren. Aber dann, wenn wir weiter runter gehen, hier die Pfirsich, die hat auch jetzt angefangen zu blühen. Und das ist meine Renneclaw. Die treibt jetzt auch langsam aus. Hier freut mich auch sehr. Und wenn wir dann hier rüber gehen, hier bin ich auch sehr erstaunt, weil ich sehr viele Schnecken habe. Aber das hält sich hier so ein bisschen in Grenzen. Also da sind immer so ein paar Fressstellen, aber die Vögel und die Schnecken, die fressen dann nicht ganz so viel. Das finde ich sehr bemerkenswert. Also hier das Beet, bin ich recht zufrieden, dass es alles gut heranwächst. Man sieht halt immer so ein paar Fressstellen. Sollte aber nicht ganz so schlimm sein, solange sie mir nicht alles abfressen. Das ist halt hier ein Wild- oder Naturgarten. Hier auch ein bisschen Salat. Auch alles sehr gut. Finde ich auch sehr schön. Dahinter ein bisschen Kohlrabi, der stark angefressen ist. Aber kann man halt immer wieder ein bisschen nachsetzen. Aber dann hier in dem Hochbeet auch schon etwas verstärkt. Die sind noch ein bisschen kleiner. Die habe ich vor einem Monat oder so gesetzt, weil es halt hier frischer ist. Und jetzt seht ihr hier zum Beispiel ein paar Haselnussaustriebe. Ich habe mir jetzt schon ein paar in die Töpfe rein. Jetzt
Da seht ihr, wie lang die Wurzeln sind von Nussbäumen oder Eichen, Walnuss oder sowas. Also sowas habe ich vorhin gemeint, dass ich halt im Mulchmaterial Haselnuss, Eicheln und alles Mögliche habe. Ich glaube, das ist sogar eine Eiche. Dann seht ihr die Wurzeln. Also das ist eine Wurzel von einem Nussbaum. Und ja, wenn ihr unbedingt einen wurzelechten Walnuss, Eiche oder sowas pflanzen möchtet, dann nimmt einfach Mulchmaterial von einer Eiche oder sowas und verbreitet es dort, wo ihr sie hinhaben möchtet. Also in einem Hochbeet ist es halt ein bisschen kontraproduktiv, dass die im Baum entsteht, weil die halt, wie ihr sehen könnt, extrem wurzeln, obwohl halt die kleine Sprosse hier gerade mal so klein ist, aber der Wurzel ungefähr 5-mal größer ist. Also die bilden enorme Pfahlwurzeln. Also von dem her, ja, umtopfen in ein kleines Töpfchen ist halt weniger, ja, erfolgsversprechend, weil die halt so schnell anwurzeln bzw. so schnell wachsen. Ah, jetzt bleibe ich mit dem Mikrofon hängen, egal. Wachsen halt sehr schnell und ist halt dann nicht, ja, ganz so gut, wenn man die in den Töpfen hat, weil dann müsst ihr sie immer wieder umtopfen. Hier habe ich die ersten Feuerbohnen, die ich vorgezogen habe, reingesetzt. Ein paar Schnecken, Fraßstellen haben sie auch schon abbekommen. Ich werde sie auch immer wieder beschützen und absammeln. Hier jetzt hinter sind ein bisschen mehr Schnecken, die haben schon einiges mehr angefressen. Reguliert sich langsam, aber die Schnecken, die gehen halt mehr auf den Kohlrabi anstelle auf die Tagetes, die ich da hingesetzt habe. Ich habe halt Tagetes einfach hier hingesetzt, damit die Schnecken etwas zu fressen haben. Hier die Sauerkirsche, die ich reingesetzt habe, fängt auch schön an zu blühen. Ist aber noch recht jung, die wird nicht so viel Ertrag geben. Hier habe ich gerade die zugedeckten Töpfe reingesetzt, das sind auch wieder Feuerbohnen. Da werde ich dann später die Schnecken absammeln, wenn sie kommen. Hier oben habe ich weniger Probleme, eher da hinten. Da habe ich dann die Kapuzinerkresse reingesetzt, weil hier das Feld hier komplett ist Schnecken. Da wird mir alles angefressen. Hier habe ich zum Beispiel auch Kohlrabi. Da seht ihr es gerade. Kohlrabi angefressen, gar keine Blätter mehr. Überall alles rigoros abgefressen oder angefressen. Das ist wirklich nicht schön. Also da muss ich mir auch mal was überlegen. Vielleicht werde ich hier auch einfach nur Bäume reinpflanzen als Erfahrung. Hier geht schon langsam der Radieschen zwischendrin mit auf. Aber wie gesagt, Schnecken ohne Ende. Muss man halt viel nachsetzen. Die werden halt viel bekommen. Kann ich nicht so viel machen. Oder könnte ich schon ein bisschen absammeln. Aber was ich halt auch sehr schön finde, das ist der rotfleischige Apfelbaum Bayern Marissa. Und hier richtig schöne Blüten. Hier auf dem Misthaufen wächst etwas ganz Besonderes. Ich habe hier nämlich 4 Kürbispflanzen reingesetzt. Die haben auch die minus 1 Grad gut überstanden, habe sie mit dem Vlies abgedeckt. Und diese Kürbis hat mir ein guter Freund, nämlich der eine Ruf Thorsten. Danke Thorsten. Der hat er mir gegeben, beziehungsweise auch Samen hat er mir geschenkt, beziehungsweise auch getauscht. Das sind 2 Kürbissorten, also eine Sorte, das ist ein roter Kürbis und der andere ist ein grüner Kürbis, der nach Pilzen schmeckt, so wie er mir gesagt hat. Und das sind beide Sorten, die 850 Jahre alt sind. Und das möchte ich mal ausprobieren. Einfach diese Kürbisse, wie sie hier wachsen, wachsen sehr gut heran, wie ich finde. Und dann bin ich schon mal sehr gespannt, wenn sie dann die Früchte bilden, wie dann die Kürbisse erstens ausschauen werden und wie die auch die, ja, letztlich der Ertrag ist und auch die Früchte. Also da bin ich wirklich sehr gespannt. Dankeschön nochmal, Thorsten. Ich war jetzt hier ein bisschen Schnecken absammeln, habe 2 Entdeckungen gemacht bezüglich Nützlinge. Bei dem einen habe ich mich jetzt sehr erschrocken, weil ich den überhaupt nicht gesehen habe. Er bewegt sich auch nicht. Er hat mich voll erschrocken. Ich konnte ihn sogar anfassen. Der sitzt einfach nur da. Hat keine Angst oder sonst irgendwas. Ich weiß, dass er am Leben ist, dass er ein bisschen zuckt. Aber der hockt einfach nur da. Das ist richtig schön. Und das andere hier habe ich unterm Laubrad gefunden. Hier, denke ich mal. Muss ich nochmal ein bisschen frei machen. So, nach längerem Suchen habe ich ihn gefunden.
Das ist eine riesengroße Tigerschnegel. Ich glaube, das ist sogar die gleiche, die ich hier einfach liegen gelassen habe. Ein super Nützling und der ist riesengroß. Uiuiui, also ein super Nützling für die Schnecken, weil er halt die Eier frisst. Von den hier. Von denen. Die sind sehr gefräßig, der nicht so. Gerade was entdeckt. Gerade was entdeckt. Mal schauen, was wir hier gefunden haben. Da ist irgendwas auf der Lauer. Na, was ist es? Ach, da bewegt er sich. Da bewegt er sich. Da, der Frosch. Das ist ein Frosch. Oder eine Kröte, ich weiß es nicht. Wo ist der? Da. Könnt ihr ihn sehen? Schöne Amphibie. Gerne könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was das jetzt für einer ist. Die laufen alle hier so viele rum. Schöne Kröte. Oder ein Frosch, ich weiß es nicht. Ich finde es jetzt wirklich schön, dass die Vögel jetzt anfangen, hier überall zu singen in einem Naturgarten. Ich mag wirklich diesen ruhigen und stilles Plätzchen mitten in der Natur. Jedenfalls, das war jetzt so ein kleiner Gartenrundgang, wenn man ihn so nennen darf. Hier bei mir habe jetzt einiges gemacht, einiges rausgesetzt. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren und dabei nicht vergessen, auf die Glocke zu drücken. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade bzw. euch zeige, was sich jetzt alles so im Garten entwickelt und was ich noch für Projekte realisieren möchte. Bleibt immer wieder spannend, ist immer stetig im Fluss. Und sonst freue ich mich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familie von mir und meinem Projekt natürlich auch erzählt, damit immer mehr Leute auf mich aufmerksam werden, mich auch immer mehr Menschen auch unterstützen, damit ich weiterhin für euch das Projekt machen kann. Wie gesagt, ist ein Vollzeitjob, dieses YouTube hier und natürlich auch hier alles im Garten zu machen. Ich bedanke mich auch schon mal vielmals dafür, für die jetzigen Unterstützungen. Das hilft mir wirklich sehr und ich bedanke mich einfach für jeden Support, jeden Kommentar. Wie gesagt, das macht mir wirklich alles sehr Spaß und vielen Dank nochmal für die ganze Unterstützung. In diesem Sinne, genießt einfach jetzt die schöne Zeit draußen im Garten. Ich will jetzt noch weitermachen, halte ich natürlich auf dem Laufenden. Hoffe, bei euch geht es im Garten auch recht gut voran. Ich sollte mal die Kamera ein bisschen weiter weghalten oder mir so ein Stiel oder irgendwie sowas für die Kamera besorgen, weil ich hebe das gerade in der Hand. Aber jetzt wird das Video schon wieder zu lange. Wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Genießt einfach die schönen, wunderbaren Tage, hoffentlich ohne Spätfrost. Und sonst sehen wir uns einfach im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.